Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Vielleicht dieses Mal auch wieder mit Mirko, zu dem bin ich gerade auf dem Weg, und dieser mit Minibike. Das war eine Schenkung von Mirko. Also das Rezept. Und jetzt wollte ich mich da auch mal auf den Weg machen zu ihm. Und mir mal angucken, wie er denn so wohnt, wenn ich ihn denn finde. Und angeblich soll die Straße irgendwo überflutet sein. Aber bis jetzt sieht's eigentlich... Ah, hier, ich sehe schon. Okay. Na. Steig mal gucken, wie tief das hier ist, das Wasser. Das ist ja nicht sehr tief. Die Frage, ist das so? Reichen meine, warum pisst das so? Wetter nicht? Ja doch, das Wetter ist wirklich miserabel. Ja, es ist gerade so gedacht, habe ich endlich ein Minibike und kann mir mal die Gegend angucken, und dann ist das Wetter so gruselig. Scheint nicht zu reichen. Frames. Wood Frame. Oh, kann ich noch... Wow, das geht ja aber schnell. Uah! Na. Ja, das tut mir jetzt aber überhaupt nie leid. So, Frechheit. Okay. Hat die mich angegriffen, ne? Mitten, wenn ich dabei bin, die Straße zu reparieren. Wie viel hab ich denn noch? 138, na, das reicht. Ja, Mirko schlägt sich gerade mit den Händlern rum. Ja, ich hab noch ein bisschen Hobby-Leck-Dingsbums gekauft. War zwar teuer, aber es hat bestimmt einen Schutz. So. Okay. Also das nächste Mal kannst du einfach rüberfahren. Ja, unschön. Ich musste schon mal Minibike zerlegen, weil das im Wasser stand. Ja, ich kenne das. Auch so flach. PvP-Server wird das auch gern gemacht, dass da einfach so ein bisschen Wasser auf die Straße geschüttet wird und wenn dann jemand drüber fährt, da wirst du ja sofort abgemountet. Also du fährst dann nicht mehr weiter, sondern stehst dann auf einmal. Was ist denn jetzt los? Hier kann er das nicht hinbauen. Ne, seltsam. Nein, eigentlich Hochkantpilze auch irgendwann rein. Was? Hochkantpilze? Was sind denn Hochkantpilze? Keine Ahnung. Das ist eine spezielle Sorte. So. Ja, das geht. Yeah! Nein! Nein, ich bin zu blöd zum Fahren. Ach man. Hätte mich einfach mal ein bisschen mehr konzentrieren sollen, aber nein. Jetzt habe ich euch gezeigt, was passiert, wenn man
nicht fahren kann. Na? Ist natürlich nicht zum Nachmachen. So. Achso, bevor ich es vergesse, hole ich jetzt endlich mal das Wasser. Was? Ich friere. Ups. So. Dann können wir das. Ach, hier Gammelfleisch weg. So. Ja. Bist du jetzt gerade zu Hause oder? Ja. Kann ich einfach die Straße weiterfahren? Ich muss nach... Lass mal die Tür offen, ne? Gibt's hier noch irgendwo Wasser, wo ich reinfahren könnte? Nein. Gut. Uah. Ach, ich dachte schon, dass ich jetzt wieder fliege und dann... Oh, nee, gut. Okay. Ah, hier ist Wüste. Ach, du bist in der Wüste. Natürlich, da ist es am besten. Ja, okay, macht sich mit dem Graben schneller. Cool, das noch aus. Kann ich irgendwo bei dir in ein großes Loch fallen? Kann ich nicht. Oh, hier sind Bäume, das ist wahrscheinlich dann deine. Ach, das ist hier. Ah, okay. Das schätze mal, die Mauer gehört zu dir, ne? Das ist meine Schreierin. Ach. Ach so. Und diese komischen, okay. Aha. So, biege da rein. Geh ich mir doch mal angucken. Aha. Ach, das sind Hochkantpilze. Ja, das sind Hochkantpilze. Ah. Interessant. Wachsen so. Eine spezielle Sorte. Hm, ich verstehe. Und das war jetzt hier alles schon so, oder? Nein, kennst du den Bunker nicht? Ah, das ist locked. Ne, den Bunker kenne ich nicht. Jeder kennt den Bunker. Links in der Ecke. Da hinten. Aha. Kennst okay. Du nicht? Nö, was soll ich denn kennen? Ja, aus Film. Kann ich runterspringen? Ja, kannst du runterspringen. So dachte man, ah, das merkst du klein 2 Sekunden und dann, ah! Aus Film nicht ran. Okay. Aha. Guten Tag. Wo geht's denn hier hin? Ach du, lieber Himmel. Hä? Geht denn das hier hin? Nein, da geht's in die Kiste und dann geht's halt hier. Ach hier. Und dann geht's überall hier hoch. Hoch, hoch, hoch. Jetzt muss ich... Moment, wo... Wo das Hüpfding ist, ja genau. Aha. Ich folge dir. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Nee, ist ja nicht fertig. Ja, ja, ne, meine Basis ist auch noch lange nicht fertig. Bei mir stehen ja gerade mal nur die Grundmauern. Die Dinger werden wegmachen. Diese komischen... Du hast schon... Teile, weil das siehst du nicht. Ich war da wohl doch einfach... Ja, wieso? Ach, hier ist eine Kamera. Ja, der Motion Sensor ist auch im Weg. Alles auch vorne. Aha. Und gibt's dann keine Brücke rüber zu, oder? Die kommt noch, die muss ich... Ich wollte sie aus diesen Holzdingern her, die ist verkehrt rum. Ja. Wie heißt das hier? Catwalk. Ja, verstehe. Aufgewehr, das sind diese Eisendinger. Aber kannst du nicht durchschießen. Also dadurch, Also, wie heißen die Frame-Dinger da machen? Was die Bars einfach nur? Die Iron Bars? Ja, ah, okay. Die äußere, nicht die mittleren. Ich schätze mal, da kommt auch noch so ein Turm hin, oder? Da kommt irgendwann auch noch ein Turm hin und für die nächste Horde macht, wenn wir da so die Spikes hinsetzen, die haben sie alle gefräst. Okay. Die Wände innen hoch machen. Der Turm ist rechts dort. Dort wo das rechts da. Das sind schon, ist schon Turm. Ach, das ist der Turm. Ach so, ich verstehe. Ach, jetzt verstehe ich schon, da was ist. Ah, cool. Ja, keine Ahnung, ob es funktioniert. Also
bis jetzt hat es funktioniert. Naja, ich... Boah, ich das tarnt bis jetzt da. Boah, jetzt beim letzten Schreiern hatte ich ja gleich schon... Und was ist denn? Kaputte Mutter? Geh mal wo? Hm? Echt? Hinter dir? Was, hinter mir? Doch, da war irgendwas angeditscht. Steht überall oben vielleicht. Was ist das jetzt hier? Das sind meine Wartungskammern, damit ich überall ran kann. Weil über dir ist jetzt über dir. Ich komme ja gar nicht rein. Du musst die Türen so machen. Über dir ist ja dann... Dort, wo der Stahl ist, ist ja außen. Die Höhe. Und falls ich was kaputt machen kann, ich dann von unten was reparieren. Ach so. Theoretisch. Okay. Mal sehen. Ja, die müssen auch schon funktionieren. Ich hab das schon mit dem Bewegungssensor-Ding. Ich hab da noch lieber so ein... Das ist halt ein bisschen blöd mit diesen Druckplatten. Du kannst halt immer bloß kannst keinen Sensor noch mit dran machen an diese Schredderdinger. Na, ich weiß. Das ist blöd. Du kannst nur entweder so eine Druckplatte oder so ein Bewegungsteil. Ja. Hier kann ich auch runterspringen, oder? Kommt doch an, wo du bist. Okay, hier wäre ich gestromt. Ja, da war kein Platz. Hab ich bitte. Ich muss ja beim nächsten Mal. Jetzt muss ich sehen, ob ich aus dem Labyrinth wieder rausfinde. Ja, dich verloren. Ach, du verwirrst dich rum. Sehr schön. Ich muss noch irgendwie beschriften, wo, was, wie ist, was welcher Rang das gerade ist. Was weiß ich. Aber kann man solche Buchstaben daran machen, wenn das bloß ist? Ja, man kann Buchstaben drin machen. Ich meine, wenn das jetzt nur einer ist. Was meinst du mit nur einer? 3x3 und in der Mitte ist nur ein Frameplatz. Und da ist doch schon eine Leiter. Ach so. Nee, warte mal, okay. Hey, warte mal, was ist das eigentlich, Jessen? Das ist mein Wassertank. Ach so. Du immer so mühsam, so sinnlose Wassergeneratoren baust. Und du mir jetzt plötzlich das Minibike angezeigt, sieh mal die ganze Zeit. Ja, ich habe meinen Wassergenerator in der Experimental nie geschafft zu bauen und in der... Ja, ich baue aber gerne meinen Wassergenerator. Dann habe ich unendlich Wasser, das muss ich demnächst mal... So, und hier ging es wieder nach oben. Boah, ey, die Zombies, die brauchen ja... Ja, der Bunker ist ja fertig, brauchst du nichts machen. Ja. Das ist die Hütte, die davor war. Ja, aber da hast du auch noch Wände ringsrum, ist das ja echt... Weil wir immer die Zombies durch den Garten gelaufen sind, weil sie kaputt gemacht haben. Ja, ja, ich hab schon verstanden. Und das ist so, das war so der erste Schreierin, ach ja, die losen Frames da. Jetzt will ich auch mal so ein bisschen, ich stimme, hast du einen Schatz drin? Ich hab Schätze, ja. Hab ich auch einen Schatz umgefunden. Händler. Sind die mal gleich? Ich fahr jetzt noch ein bisschen rum. Brauchst du noch irgendwas? Brauchst du einen Händler? Ich brauche jetzt Rezepte und ich will jetzt ein bisschen erkunden. Hier gibt's keine Rezepte. Das Rezept habe ich schon aus dem Ding geholt. Ja, ja, ich will jetzt auch nicht in deiner Ach, hier war ich da schon mal, dann waren wir da ganz nah. Wir können höchstens auf die Fabrik gehen, auf die Baustelle. Nee, nee, ich will einfach mal rumfahren und suchen nach einem Hochhaus. Ihr müsst doch irgendwo auf der... Kein Hochhaus auf diesem Ding. Also in der Stadt gibt's keinen. Ich rede nicht von der Stadt. Ich rede davon, dass ich die Karte jetzt erkunden möchte und einfach mal suchen, was wir so haben in der Nähe. Ja, das hat viel Spaß. Wenn du die Straße jetzt folgst, wo du jetzt nach Osten fährst, kommst du auch ins Nichts. Ins Nichts. Und was heißt da? Ja, da kommst du irgendwann zu dem Canyon, der durch die Dings geht. Durch den Berg. Ist das dein Beet hier? Nein. Beete sind nur innerhalb von der Mauer. Also darf ich das sozusagen ernten? Natürlich, wenn du es brauchst. Hast du die Türen so gemacht, oder? Kann ich ja nie. Also nicht. Kann ich mal zumachen? Okay. Also das oberste kann ich nie zumachen, dein oberstes Ding, weil... Das ist genau, weil ich weiß ja nicht, wenn du alles auf den Server lässt. Ja, ganz viele fremde Leute bis jetzt, ja, der Ende des Spiels wurde, hat das noch nie funktioniert. Aha, siehst du? Dachte ich doch. Ich hab die doch mal zugemacht. So, warte mal. Was ist das? Ist das hier oben? Einfach hinten? Ich hab die Lok schon. Zu das zweite. So. Jetzt setzen wir uns noch mal ein Ziel hier. Wir sind jetzt hier. Bist du schon ganz im Osten gewesen? Naja, unendlich ist nichts, aber... Ich meine, wenn du mal guckst... Bist du denn? Also noch viel Platz. Ich will mal gucken gehen, was da so ist. Das ist die Straße jetzt. Ein bisschen Licht dann hier. Serum. Ja, ich nutze mal kurz noch das Tageslicht. Tageslicht ist noch ein bisschen ziemlich gut. Ja, richtig, deswegen, weil ich werde wahrscheinlich auch in der Nacht fahren.
und weiter ein bisschen Sprit benötigen. Ach, warte mal, hier ist ein Militär. Ach, hast du bestimmt schon gelootet. Echt nie? Da gibt's aber am besten die besten Waffen und alles. Du brauchst keine Waffen, das ist okay. Du sitzt in deinem Loch, ja, okay. So, dann werden wir doch mal... Bräuchte noch dieses ähnliche Rezept zum Anmalen von Kisten. Das habe ich... Genau das fehlt mir. Das fehlt mir auch. Painting Decorations. Das ist so. Na? Na, Süße? Warte mal, eigentlich nur Kartoffeln und hier Mais. Und der hat nichts einstecken, die Sau. So. Na toll, eine Toilette drin. Er braucht eine Toilette. So, müssten die noch mehr von den Typen sein? Ah, noch ein Barb, na okay. Was ist drin? Krallen Scheiß brauche ich jetzt auch nie. Hä? Ach, hier ist ja noch so ein Oh, Rotz! Ja, dieser scheiß Stacheldraht, Mann! Nee, ich bin nie tot. Ja, ich blute nicht mehr. Die haben nichts dabei. Ja, Petrol, was will ich damit? So. Ah, da ist doch meine Munitionskiste nach der Herbst. Oh, Moment. Ja. So, dann gucken wir nochmal. 8 Sekunden. Cooking Pot, Mist, Stellen. Aber muss ich jetzt noch Cooking Pots machen, damit ich die nicht dazu machen kann. Ist. Ah, das kenne ich schon leider. Hm, schade. Ein Stück. Hm, war schon richtig, genau. Mehr Gläser. Unsinn. Ja, den Turm haben sie nie. Wo ist mein Minibike? Da ist mein Minibike. Na, Batterie hat nur 96%. Mais. Ja. Hoffe ich mal, dass ich nie noch eine überflutete Straße finde. Also eigentlich schon. Eigentlich schon. Eine Kiste? Was für eine Kiste? Ach so. Ja, hier ist jetzt nicht zum Links fahren. Wieso? Ach, hier meinst du, hier ist schon wieder Wasser oder was? Na, das guck schon mal an. Ach so, na hier kann ich doch jetzt links fahren. Das ist natürlich wirklich blöd, dass da Wasser ist. Jetzt wird es auch noch winterlich. Ah! Das ist ein Airdrop. Moment, wo ist denn der? Gibt's noch links? Ah. Da sind Horror. Viel Spaß. Ich bin nicht runtergekommen. Ach, du bist nie runtergekommen. Was heißt denn? Ist es sehr tief?
Ja, das ist im Osten. Ja, man kann ja tauchen. Ja, dann, ja. Ich hab den Film nicht noch so. Na, ist okay. Ich fahr jetzt einfach mal die Straßen ab und hoffe, dass wir hier irgendwas entdecken. Irgendwie ein, muss ja irgendwo Wolkenkratzer geben. Ah, okay. Naja, ich sehe gerade, hier ist schon mal das zerstörte Binom. Achso, ich dachte, jetzt kommt ja die ersten Hunde oder sowas. Ah, die Straße wird hier... Au. Ich kann nach Süden fahren, weil nach Nordosten bin ich lang gefahren, da kam die nichts. Aber es ist halt ein großer Fleck noch zwischendrin. So wirklich die Straße auf, das ist ja verrückt. Du hast gesagt, nach, Nach Osten bin ich gefahren, dann soll ich mal nach Süden oder so machen. Nach Süden, also in die Richtung, okay. Ist jetzt alles zugedeckt gewesen. Hier gibt's schwebende Bäume. Ja. Jetzt bist du außerhalb von Busch ein bisschen. Ja, ist okay. Aber schön ist das Gelände hier nie, das gefällt mir überhaupt nie. Außerdem gibt's hier Minen in so einem blöden zerstörten Gebiet und... Ich mag das hier gar nie. Jetzt wird doch noch Nacht. Aha. Aber hier ist auch nirgendwo eine Stadt in Sicht. Hm. Oh, Overheating. Wo ist mein... Ach hier. Hm. Also bei dem Wetter ist natürlich auch schwierig, da irgendwelche... entfernten Städte zu sehen. Okay. Also ich fahre jetzt nach Süden die ganze Zeit. Es ist schon schön, so eine Winterlandschaft. Hier ist alles schön weiß. Ach ja, und 20 Grad. Ah. Hier scheint Wüste zu sein, weil hier auf einmal wieder Kakteen auftauchen. Und es ist recht flach. Das kommt mir zumindest so vor. Oh, kommt wieder irgendwas komisches. Also wahrscheinlich ist eine Straße mitten im Gelände. Das muss ich mir mal anschauen. Das sieht aus wie eine Straße. Dann folgen wir doch mal der Straße jetzt nach Westen. Ja, die Straße Südwesten geht die. Meistens gehen ja so Straßen zu Städten. Zumindest meistens. Ja, wir sind am Ende angekommen. Wohin die Straße mich führen wird, sehen wir in der nächsten Folge. Ich habe nachträglich einen Cut einbauen müssen, da die Originalfolge einfach zu lang war. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis bald. Bye bye.